Hallo liebe Freunde, danke dafür, dass du mein Video heute angeklickt hast. In diesem Kanal geht es um zwei Themen, die finanzielle Intelligenz und das Investieren in Immobilien. Wenn du für diese beiden Themen interessiert bist, würde ich dich bitten, meinen Kanal zu abonnieren. Vergiss nicht dabei, die Glocke zu aktivieren, um dann die Benachrichtigungen zu bekommen, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ich würde mich auch freuen, wenn du mir einen Kommentar schreibst oder wenn du mein Video likest. Ne? Und wenn das Video dir gefallen hat, kannst du mich an deine Freunde und Familie weiterempfehlen. Du kannst auch mein Video teilen. Ja? Und im heutigen Video werden wir Immobilien mit anderen Assetklassen vergleichen. Zuerst werden wir Immobilien mit Geldanlage in einem Bankkonto vergleichen. Und dann werden wir Immobilien mit einer privaten Rentenversicherung vergleichen. Anschließend werden wir Immobilien mit Aktienfonds vergleichen. Und zum Schluss zeige ich dir, wie ein Immobilieninvestment sich entwickelt. Wenn du mehr erfahren möchtest, bleib einfach dran. Wir machen gleich weiter nach dem Intro. Fangen wir an mit der Geldanlage in einem Bankkonto. So, du legst dein Guthaben von 100.000 Euro auf die Bank an. Das ist ein positives Geld. So, nach 30 Jahren, wenn wir eine Inflationsrate von 3% pro Jahr betrachten, dann hat 100.000 Euro nur noch 40.000 Euro Wert. Das heißt, du hast einen Wertverlust von 60.000 Euro. Ne? Und diesen Verlust merkt man nicht sofort, ne? Weil der Verlust läuft dann über lange Zeit. Ne? Das kommt über lange Zeit. Deswegen kann man ja nicht merken. Und wenn wir jetzt das Immobilieninvestment betrachten, ja, du finanzierst eine Immobilie jetzt für 100.000 Euro durch die Bank. Und das ist ein sogenanntes negatives Geld. Nach 30 Jahren nehmen wir an, du tilgst endfällig. Das heißt, von 0 bis 30 Jahre zahlst du nur Zinsen, ja, und du tilgst aber nicht. Nach 30 Jahren tilgst du endfällig. So, nach 30 Jahren, und wenn wir eine Inflationsrate von 3% betrachten, hat dein Darlehen nur noch einen Wert von 40.000 Euro. Das heißt, durch die Inflation hast du einen Gewinn von 60.000 Euro gemacht, ne? Und außerdem hast du auch eine Wertsteigerung der Immobilie. Der Wert der Immobilie steigt auch aufgrund der Inflation. Und je nach Marktsituation, wenn zum Beispiel die Nachfrage deutlich höher ist als das Angebot, kann auch dazu führen, dass deine Immobilie auch an Wert steigt. Ne? Und das ist noch nicht alles. Wenn du aber die Immobilie ab und zu modernisiert hast, zum Beispiel du hast das Badezimmer modernisiert, du hast eine Küche eingebaut, du hast einen Balkon angebaut und alle diese Maßnahmen werden den Wert deiner Immobilie steigern. Ja, also du hast einmal die Aufwertung der Immobilie, du hast ja das Verhältnis Nachfrage und Angebot und du hast auch die Inflation. Diese drei Effekte sprechen für das Immobilieninvestment. Hier auf dem Bild sehen wir eine schematische Darstellung vom Vergleich zwischen Guthaben auf dem Bankkonto und Immobilieninvestment. Auf der linken Seite haben wir Guthaben auf dem Bankkonto, also du hast 100.000 Euro auf dem Konto liegen, 30 Jahre lang. Und wenn wir betrachten jetzt hier eine Inflation von 3% pro Jahr. Und das heißt, also nach 30 Jahren haben diese 100.000 Euro nur noch 40.100 Euro Wert. Das heißt, auf der linken Seite sieht man ganz klar, dass du einen Verlust von 60.000 Euro gemacht hast. Auf der rechten Seite ist das ein Immobilienkredit. Also du hast ja heute einen Immobilienkredit in Höhe von 100.000 Euro aufgenommen für den Kauf einer Immobilie. Ja,
Und wenn wir eine Inflationsrate von 3% pro Jahr betrachten, 30 Jahre lang hat dein Darlehen nur noch 40.000 Euro nach 30 Jahren. Wir haben ja gesagt, also unter der Annahme, dass du endfällig tickst, und das heißt, du hast die 30 Jahre nur noch Zinsen gezahlt. Das heißt, du machst jetzt hier einen Gewinn von 60.000 Euro aufgrund der Inflation. Nun kommen wir zu dem Vergleich zwischen Immobilien und private Rentenversicherung. Fangen wir an zunächst mal mit den Immobilien. Für den Vergleich nehmen wir ein kleines Beispiel. Ne? Also es geht hier um eine Immobilie in einer B-Lage, wo du eine Rendite von 4% hast. Ne? Die ersten Jahre, also mit 4%, wird nicht reichen, um den Kapitaldienst zu bedienen. Ja? Das heißt, die ersten Jahre, bevor du die ersten Mieterhöhungen machst, musst du dann zuzahlen. Hier in diesem Beispiel nehmen wir an, dass du 1.000 Euro pro Jahr zuzahlen musst. Ne? Das ist ungefähr 84 Euro pro Monat. Um das Ganze zu verstehen, um den Vergleich zu verstehen, betrachten wir diese Tabelle. Also hier wird eine Immobilienbilanz dargestellt, die ersten 10 Jahre, ne? Also von Jahr 0 bis Jahr 10. Der Kaufpreis der Immobilie liegt bei 100.000 Euro. Ne? Und wir haben ja gesagt, du musst, damit das Investment funktioniert, wir haben nur noch eine Rendite von 4%. Das heißt, das reicht nicht aus, um den Kapitaldienst zu bedienen. Deshalb musst du 1.000 Euro zuzahlen, also 84 Euro pro Monat. Auf der linken Seite haben wir Einnahmen, auf der rechten Seite haben wir Ausgaben. So, als Einnahmen haben wir die Miete. Die Miete liegt bei 4.000 Euro, also 4% des Kaufpreises. Wir haben Steuervorteile von 1.000 Euro, 1% des Kaufpreises. Eigeninvestition, also der Betrag, den du jedes Jahr oder jeden Monat zuzahlen musst, also 1.000 Euro pro Jahr, also 1% des Kaufpreises. Insgesamt hast du als Einnahmen 6.000 Euro, also 6% des Kaufpreises. Auf der rechten Seite haben wir Ausgaben. Du hast die Zinsen, die bei 3.500 Euro liegen, 3,5%. Ja, das ist aktuell nicht mehr der Fall. Ne? Das ist jetzt, wir bewegen uns zwischen 4 und 5%, aber für unser Beispiel werden wir bei 3,5% liegen. Ja? Und also Tilgung hast du 1,5%, also 1.500 Euro. Du hast aber noch Bewirtschaftungskosten und Rücklagen, die du bilden musst. Die liegen bei 1.000 Euro, also 1%. Wenn wir die Summe machen, dann haben wir 6.000 Euro Ausgaben, also 6% des Kaufpreises. Auf der linken Seite haben wir 6.000 Euro, auf der rechten Seite haben wir 6.000 Euro. Wir müssen, damit dieses Investment funktioniert, 1.000 Euro jedes Jahr zuzahlen oder 84 Euro jeden Monat zuzahlen. So, nach 10 Jahren, also von Jahr 10 bis Jahr 20, haben wir immer einen Kaufpreis von 100.000 Euro, hast du eigentlich die Möglichkeit, nach drei Jahren die Miete zu erhöhen. Aber du musst, wie gesagt, auf Mietspiegel auch achten. Du darfst ja nicht einfach nur blind erhöhen. Nehmen wir an, die ersten 10 Jahre, also von Jahr 10 bis Jahr 20, hast du die Miete um 15% erhöht. Ja? Und du kannst ja auch diese Mieterhöhung auch irgendwie begründen. Es geht um vielleicht die Inflation oder die Modernisierung, die du durchgeführt hast. Ja, und wenn du eine 15% Mieterhöhung hast, dann musst du nicht mehr 1.000 Euro zuzahlen, sondern 400 Euro pro Jahr. Ne? Und das entspricht dann einem Betrag von 34 Euro pro Monat, ne? Den du zuzahlen musst. Ne? Auf der linken Seite haben wir Einnahmen. Und als Einnahmen haben wir die Miete. Die Miete ist nicht mehr 4.000 Euro, sondern 4.600 Euro. Wir haben 15% Mieterhöhung. Also das entspricht dann einem Prozentsatz von 4,6%. Dann haben wir Steuervorteile, die liegen bei 1.000 Euro, also 1%. Wir haben Eigeninvestitionen, nicht mehr 1.000 Euro, sondern 400 Euro. Das entspricht einem Prozentsatz von 0,4%. Und insgesamt haben wir als Einnahmen 6.000 Euro und das entspricht dann 6% des Kaufpreises. Auf der rechten Seite Ausgaben pro Jahr. Die Zinsen liegen bei 3.500 Euro, die bleiben gleich. Die Tilgung liegen bei 1.500 Euro. Die bleiben in unserem Beispiel gleich. Ja? Und die Bewirtschaftungskosten und die Rücklagen, die du bilden musst, die liegen alle bei 1.000 Euro, also 1% des Kaufpreises. Ne? Insgesamt haben wir als Ausgaben 6.000 Euro und das entspricht dann einem Prozentsatz von 6%. So, wenn wir noch weiter schauen, also die nächsten, nach 20 Jahren, also von Jahr 20 bis Jahr 30, der Kaufpreis bleibt immer bei 100.000 Euro. Wir haben jetzt eine zweite Mieterhöhung, also um 15% nochmal erhöht.
Wir haben jetzt keine Zuzahlung mehr, sondern wir haben sogar einen Überschuss, einen Cashflow von 290 Euro pro Jahr. Das heißt, wir haben einen Überschuss von 24 Euro pro Monat. So, auf der Einnahmenseite pro Jahr hast du die Miete, die du zum zweiten Mal erhöht hast, also eine Summe von 5.290 Euro. Das entspricht einem Prozentsatz von 5,29% des Kaufpreises. Ne? Du hast immer noch Steuervorteile, wir lassen das konstant. Die liegen auch immer noch bei 1.000 Euro und das heißt 1%. Du hast einen Cashflow, einen Überschuss von 290 Euro, also entspricht einem Prozentsatz von 0,29% des Kaufpreises. Insgesamt haben wir einen Betrag von 6.290 Euro als Einnahmen. Das entspricht dann 6,29% des Kaufpreises. Auf der rechten Seite, die Ausgaben pro Jahr, haben wir Zinsen und Tilgung. Die liegen alle bei 5.000 Euro, also 5%. Die Kosten, die Bewirtschaftungskosten und die Rücklagen, die du bilden musst, die liegen bei 1.000 Euro. Also 1% des Kaufpreises. Insgesamt haben wir Ausgaben in Höhe von 6.000 Euro. Das entspricht einem Prozentsatz von 6%. Was passiert dann nach 30 Jahren? Also nach 30 Jahren hast du immer noch einen Kaufpreis von 100.000 Euro. Du hast noch zum dritten Mal die Miete um 15% erhöht. Ja? Du hast keine Zuzahlung mehr. Du hast Überschuss in Höhe von 6.084 Euro pro Jahr. Das entspricht einem Betrag von 507 Euro monatlich. So, auf der Einnahmeseite hast du eine Miete zum dritten Mal erhöht. Also hast du jetzt eine Miete, eine Jahresmiete von 6.084 Euro. Das entspricht einem Prozentsatz von 6,084%. Du hast Steuervorteile in Höhe von 1.000 Euro, also 1% des Kaufpreises. Du hast einen Cashflow in Höhe von 6.084 Euro. Das entspricht einem Prozentsatz von 6,084%. Insgesamt haben wir auch auf der Einnahmeseite 7.084 Euro. Das entspricht 7,084% des Kaufpreises. Auf der rechten Seite haben wir Ausgaben. Wir haben keine Zinsen und keine Tilgung mehr, weil nach 30 Jahren ist die Immobilie schon komplett abbezahlt. Wir haben ja gesagt, wir haben einen Betrachtungszeitraum von 30 Jahren. Nach 30 Jahren hast du keine Tilgung mehr, keine Zinsen mehr. Du hast aber immer noch Bewirtschaftungskosten und Rücklagen. Die liegen bei 1.000 Euro. Und das entspricht einem Prozentsatz von 1% des Kaufpreises. Insgesamt hast du Ausgaben in Höhe von 1.000 Euro. Wenn wir dann links und rechts die Differenz bilden, dann kommen wir zu einem Überschuss von 6.084 Euro pro Jahr. Das ist doch genial, oder nicht? So, nun werden wir Immobilien mit einer privaten Rentenversicherung vergleichen. So, als Rentenversicherung könnte ich zum Beispiel das Beispiel nehmen, Cosmos Direkt. Das ist aber keine Werbung, ne? Also, sie haben eine versprochene Rente in Höhe von 162 Euro pro Monat. Um zu dieser versprochenen Rente zu kommen, musst du 27 Jahre lang 80 Euro pro Monat investieren, ne? Und die sagen aber, die garantierte Rente liegt bei 112 Euro. Das ist auf jeden Fall den Betrag, den du auf jeden Fall bekommst. Ne? So, es gibt aber Parameter, die dazu führen, dass der Betrag etwas höher wird. Aber garantiert wird die Summe 112 Euro pro Monat. So, das Problem bei der Rentenversicherung ist, dass du keine Möglichkeit hast, dein Kapital auf einmal zu liquidieren. Ne? So, und du hast ja für diesen Fall bei der Rentenversicherung hast du eine voraussichtliche Ablaufleistung in Höhe von knapp 46.000 Euro. Ne? Und wenn du das richtig rechnest, angibst, du kannst ja die Seite von Cosmos direkt besuchen, dann wirst du selbst sehen. Also du hast eine voraussichtliche Ablaufleistung von 46.000 Euro und eine garantierte Ablaufleistung in Höhe von 32.000 Euro. Das Gute bei einer Rentenversicherung ist, dass keine Bonität erforderlich ist. So, wenn wir jetzt die Immobilie betrachten, ne? Du bekommst laut der Immobilienbilanz eine Immobilienrente von 507 Euro pro Monat. Ne? Du musst nur die ersten 10 Jahre 84 Euro investieren, jeden Monat. Ne?
Und nach 10 Jahren musst du nur noch 34 Euro pro Monat investieren. Nach 20 Jahren musst du nichts mehr investieren, musst du nichts mehr zuzahlen. Du hast sogar einen Überschuss von 24 Euro. Wir sprechen von einer B-Lage, eine sehr gute Lage, wo du 4% Rendite aktuell machst. Ne? So, und nach 30 Jahren hast du sogar einen Cashflow von 507 Euro. Ne? Und ein weiterer Vorteil, in Immobilien zu investieren zum Beispiel, wäre, wenn du zum Beispiel eine Immobilie zur Selbstnutzung gekauft hast, hast du die Möglichkeit, nach 3 Jahren steuerfrei zu verkaufen. Ja? Und wenn du aber die Immobilie für die Vermietung als Kapitalanlage gekauft hast, dann musst du 10 Jahre warten, um dann steuerfrei verkaufen zu dürfen. Ja? So. Und bei Immobilien, durch den Einfluss der Inflation, hast du nach einer Immobilie, die 100.000 Euro gekostet hat, hat nach 27 Euro theoretisch einen Wert von 222.000 Euro, wenn wir wirklich den Wertsteigerungsfaktor betrachten. Ne? Das heißt, wir wollen aber mit der Rentenversicherung vergleichen. Das heißt, du hast einen garantierten Wert, ne, von 100.000 Euro. Ne? Egal was passiert, musst du in der Lage sein, diese Immobilie mindestens in Höhe des Kaufpreises zu verkaufen, also 100.000 Euro. Für diese Berechnung haben wir 3% Inflationsrate betrachten. Ja? Und ein weiterer Vorteil ist dann bei Immobilien, dass du hast ja die Freiheit, die Immobilie zu verkaufen. Du hast die Freiheit, auf einmal einfach zu liquidieren, und dann hast du dein, du hast Zugriff auf den Gesamtbetrag, was nicht der Fall ist bei der privaten Rentenversicherung. Ja, der Nachteil, wenn wir mit der privaten Rentenversicherung vergleichen, der Nachteil ist, dass du eine gute Bonität brauchst. Eine gute Bonität ist für ein Immobilieninvestment erforderlich, sonst bekommst du keinen Kredit von der Bank. So, wir vergleichen dann die private Rentenversicherung mit der Immobilien. Mit Hilfe dieser Tabelle werden wir den Vergleich nochmal besser verstehen. Also wir haben auf der linken Seite die Spalte, wo die Rentenversicherung und das Immobilieninvestment steht. Ja? Also die Zahlung insgesamt, für die Rentenversicherung hast du insgesamt 26.000 Euro gezahlt. Ne? Und beim Immobilieninvestment hast du 11.100 Euro gezahlt, ne? Wenn wir alle Zahlen betrachten, ne? Du hast eine Zahlungsdauer von 27 Jahre, ja, für die Rentenversicherung, und beim Immobilieninvestment haben wir 30 Jahre betrachten. Du hast bei der Rentenversicherung eine garantierte monatliche Rente in Höhe von 112 Euro, ja. Und beim Immobilieninvestment hast du eine garantierte monatliche Rente von 507 Euro. Du hast bei der Rentenversicherung ein kalkuliertes Kapital in Höhe von knapp 46.000 Euro. Und du hast beim Immobilieninvestment hast du ein kalkuliertes Kapital in Höhe von 222.000 Euro. Haben wir ja schon erklärt, wie wir zu dieser Summe kommen. Also wir haben ja gesagt, du hast die Immobilie für 100.000 Euro gekauft, mit der Inflation nach 30 Jahren hat die Immobilie einen Wert von 222.000 Euro. Das ist wirklich ein rechnerischer Vergleich, ne? Muss man vorsichtig genießen. Ne? Und bei der Rentenversicherung hast du ein garantiertes Kapital von 32.000 Euro circa, und beim Immobilieninvestment hast du ein garantiertes Kapital von 100.000 Euro. Das ist ein Betrag, den du unbedingt bekommen musst, weil das entspricht genau dem Kaufpreis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du, wenn eine Immobilie für 100.000 Euro im Jahr 2020 kaufst, dass diese Immobilie im Jahr 2050 immer noch 100.000 Euro kosten wird. Das glaube ich nicht. So, fassen wir dann den Vergleich zusammen. Also, die garantierte monatliche Immobilienrente ist auf jeden Fall 4,5-fach höher als die garantierte monatliche Rente bei einer privaten Rentenversicherung. Obwohl du bei der Rentenversicherung deutlich mehr gezahlt hast. Ne? So, das kalkulierte Kapital bei Immobilieninvestment ist 4,8-fach
fach höher als bei der Rentenversicherung, ne? Wenn wir die Zahlen betrachten. Das garantierte Kapital bei Immobilien ist 3,2-fach höher als bei der Rentenversicherung, ne? So, und im Renteneintritt, das heißt ab 67 Jahre alt, hört nicht die Inflation auf, ne? Die Inflation hat immer noch ihre Wirkung, ne? Also das heißt, wenn du die Rente von der Rentenversicherung bekommst, jeden Monat wird auch die Inflation diese Rente fressen. Und das gilt auch für dein Immobilieninvestment. Du wirst ja immer wieder von der Inflation profitieren, weil durch die Inflation wird deine Immobilie immer an Wert steigern, ne? Und du wirst immer profitieren und außerdem hast du die Mieten werden auch steigen mit der Inflation. Deswegen kannst du nur davon profitieren. Und wenn wir jetzt die beiden Investitionsmöglichkeiten vergleichen, wenn wir alle die Zahlen, die wir vorhin gesehen haben, werden wir gemeinsam feststellen, dass die Schere zwischen den beiden Investitionsmöglichkeiten immer auseinander geht. So, nun werden wir Aktienfonds mit Immobilien vergleichen. So, beim Aktienfonds nehmen wir an, damit wir mit Immobilien auch vergleichen können, du investierst 80 Euro pro Monat. Ja? Nach einem Jahr hast du 960 Euro investiert. Und wenn wir jetzt eine Rendite von 10% betrachten, das ist wirklich ein Best-Case-Szenario, dann hast du nach einem Jahr einen Wertzuwachs von 960 Euro mal 10% wäre dann 96 Euro. Ja? So, wenn du jetzt davon ausgehst, dass du nach 26 Jahren 100.000 Euro Vermögen hast, ne? Und du, du musst aber auch Verwaltungsgebühren zahlen, die liegen zwischen 0,5 und 1% pro Jahr. So, und wir müssen aber auch die Inflation betrachten, weil 100.000 Euro heute hat auch kein 100.000 Euro in 26 Jahren. Das heißt, wenn wir 3% Inflationsrate pro Jahr betrachten, haben die 100.000 Euro nur noch 45.000 Euro wert. Ja? Wenn du jetzt nach 26 Jahren das Geld auszahlen möchtest, dann musst du auch mit Kapitalertragssteuer rechnen. Du musst 25% des Gewinns als Kapitalertragssteuer an das Finanzamt zahlen. Ja? Also wie hoch sind diese Steuern? Ne? Du hast hier 69 Euro pro Jahr investiert mal 26. Ne? Also 960 mal 26 wärst du bei ungefähr 25.000 Euro. Ne? Das ist deine Investition. Ne? Also Steuern musst du einfach 100.000 Euro minus 25.000 Euro mal 25%. Dann wärst du bei einem Betrag von knapp 19.000 Euro, die du an Steuer an das Finanzamt zahlen musst. Ne? So, das heißt, wenn wir jetzt 100.000 Euro minus die Steuern berechnen, dann kommen wir zu einem Betrag von knapp 82.000 Euro. Ne? Wenn wir die Inflation betrachten, 3% pro Jahr, dann kommen wir zu einem Betrag von 36.000 Euro. Betrachten wir nun das Immobilieninvestment. Ja? Laut Immobilienbilanz haben wir gesehen, du investierst 84 Euro pro Monat, das heißt 1000 Euro pro Jahr. So, du hast eigentlich einen Wert, du hast einen Kredit aufgenommen, um die Immobilie zu kaufen. Ja? Das heißt, du bekommst die 100.000 Euro jetzt durch das Darlehen von der Bank. Ja? Also wenn wir jetzt eine Wertsteigerung von 1% pro Jahr betrachten, das ist wirklich Worst Case, realistisch wäre zum Beispiel 3% pro Jahr, ja, du hast einen jährlichen Wertzuwachs von 1000 Euro. Wie lässt sich diese 1000 Euro rechnen? Du machst einfach dein Darlehen 100.000 Euro mal die Wertsteigerung von 1%, das wäre dann 1000 Euro. Ja. Also um diesen Wertzuwachs zu berechnen, musst du nicht rechnen, wie du bei Aktienfonds gerechnet hast. Du hast ja beim Aktienfonds, musstest du den angesparten Betrag betrachten, aber hier musst du das komplette Darlehen betrachten. Du machst 1% Wertsteigerung, 1% Wertzuwachs mal 100.000 Euro und dann kommst du zu 1.000 Euro. Ne? Pro Jahr. Das ist dein jährlicher Wertzuwachs. Ne? So, das heißt,
Die jährliche Wertsteigerung bei der Immobilie ist 10,4-fach höher als die Wertsteigerung bei dem Aktienfonds. Das ist doch super. Noch ein weiterer Grund, warum du in Immobilien investieren solltest. So, hier habe ich eine Tabelle vorbereitet. Diese Tabelle beschreibt die Entwicklung eines Immobilieninvestments. Es geht hier um eine Immobilie, eine B-Lage. Ne? Also, der Kaufpreis liegt bei 100.000 Euro. Wir haben eine Zinsverschreibung von 10 Jahren. Ja? Du hast eine Anfangsinvestition, also als Eigenkapital. Die Kaufnebenkosten, die liegen bei 12.000 Euro. Du hast ein Darlehen aufgenommen, wo du 3,5% Zinsen hast und 1,5% pro Jahr. Das macht dann insgesamt 5.000 Euro pro Jahr. Du hast Miteinnahmen pro Jahr in die Höhe von 4.000 Euro, also 4% Rendite. Du hast Nebenkosten pro Jahr, Wasser, Heizung, Müllabfuhr, Hausreinigung etc. Dann hast du 780 Euro, ja. Und du hast laufende Investitionen pro Monat oder mit Erhöhung in Höhe von 65 Euro. Ja. Nach 10 Jahren, wenn wir 3% Inflation betrachten, hat die Immobilie nach 10 Jahren einen Wert von 134.000 Euro. Ne? Und wenn du 1,5% Tilgung vereinbart hast, hast du eine Restschuld am Ende der ersten Zinsverschreibung von 82.000 Euro. Wenn wir alle diese Zahlen betrachten, dann können wir den steuerfreien Erlös betrachten. Ne? Also wir haben ja gesagt, nach 10 Jahren darfst du die Immobilie steuerfrei verkaufen. Dann machen wir einfach nur den aktuellen Immobilienwert minus die Anfangsinvestition, minus die Nebenkosten, minus die Restschuld. Dann kommen wir zu einem Betrag von 32.459,06 €. So, ich habe auch nochmal jetzt hier schematisch dargestellt, damit man nochmal die Entwicklung des Immobilieninvestments verstehen kann. Ja? Also wir haben einen Betrachtungszeitraum von 2021 bis 2031, also 10 Jahre. Ja? Du hast die Immobilie im Jahr 2021 gekauft in Höhe von 100.000 Euro. Ja? Und du hast eine Tilgung von 1,5% vereinbart mit der Bank. Du hast eine Inflationsrate pro Jahr von 3%. Zinsbindung, 10 Jahre haben wir auch schon gesagt. Ne? Nach 10 Jahren darfst du steuerfrei verkaufen. Nach 10 Jahren hat die Immobilie einen Wert von 134.400 Euro. Ne? Und da du 1,5% pro Jahr getilgt hast, hast du eine Restschuld nach 10 Jahren von 82.000 Euro. Wenn wir jetzt den aktuellen Objektwert minus die Restschuld, dann haben wir einen Bruttogewinn von 52.329 Euro. Das ist aber noch nicht alles. Du hast noch weitere Kosten und du hast da Eigenkapital angesetzt. Da sind die Summe macht dann knapp 20.000 Euro. Wenn wir jetzt die Differenz bilden zwischen Bruttogewinn und zusätzliche Nebenkosten und Eigenkapital, dann kommen wir zu einem Nettogewinn von 32.459 Euro. So, das war's für das heutige Video. Ich hoffe, du konntest was lernen. Ich hoffe, das Video hat dir gut gefallen. Und in diesem Video hast du weitere Gründe, warum du in Immobilien investieren solltest. Ja? Und wenn das Video dir gefallen hat, dann kannst du einfach das Video teilen, kannst du mich auch an deine Freunde und Familie weiterempfehlen. Und wenn du solche Videos immer wieder anschauen möchtest, würde ich dir empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren und vergiss nicht dabei, die Glocke zu aktivieren, um dann die Benachrichtigung zu bekommen, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und wenn du Fragen, Anmerkungen, Anregungen oder Kritik hast, kannst du mir auch einen Kommentar schreiben. Wenn du meine Expertise brauchst, kannst du mich jederzeit kontaktieren. Meine Kontaktdaten sind auf dem Display zu sehen. Ja, und das hat mich gefreut, wirklich dieses Wissen mit dir teilen zu dürfen. Und das würde mich noch mehr freuen, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Danke für deine Zeit, danke für deine Aufmerksamkeit. Das war Fabrice von Immogenie. Ciao.